Moin meine Lieben und willkommen zurück zu einer neuen Folge The Outer Worlds. So, wir müssen... Wo waren wir stehen geblieben? Hahaha. Wir müssen einen Energieregulator finden. Ich würde sagen, dann machen wir uns mal auf den Weg. Say, this wouldn't happen to be your ship, would it? Because you sure walked in it like it was your ship. And if this ship is yours, well, mister, you owe Spacer's Choice a hefty fine. Afraid we gotta dock your pay. Du hast das vollständig falsch verstanden. Ich führe ein Raumschiff Sicherheitsinspektion durch. Ich habe gar keinen Job. I'll wave your fee since you helped us with those marauders. If you're looking for work, talk to the constable down in Edgewater. She's got a bounty on marauders. Edgewater's not too far. Just follow the road east of here, over past the cemetery. Now if you'll excuse me, I need to inspect the crime scene before I make my report. Okay, danke. Jetzt wird die mir direkt noch Strafgebühren aufbrummen, ich glaube, Tag. So. Wupp. Finger weg vom Schiff. Muss das erstmal noch reparieren. Das kann ich nicht mal eben so umstellen. Anführer der Siedlung. Schaut sich mal ein bisschen um. Wer bist du denn? Ich werde dich finden. Oh, 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 oh. Ich hab mich gesehen. Irgendwer hat jetzt irgendwie so einen Müllfall. Mist. Ach, Mist. Shit. Hab ich die falsche Taste gespeichert? Da. Ich muss ja noch umswitchen, dass ich hier. Ah, hier kann ich auch schlagen, okay. Da waren noch zwei. Wo ist der zweite? Das ist der Möter. Halb Mensch, halb Köter. Bin ich jetzt blind? Ah, nee, da. Was ist das denn? Aus wie ein Gorilla. Troglo. Ein kleines Lager. Waffenteile. Guck mal, wir müssen uns gleich mal angucken, was wir damit machen können. Kann ich hier die Pilze irgendwie abernten? Nee, ne? Schade. Dachte, ich kann die noch verticken oder so. Oder je nachdem essen. Edgewater. Wie cool das. Cool das einfach. Whoa, hey. Where'd you come from? Draußen vom Walde komme ich her. Don't go ambling out in those hills. That's Marauder territory, friend. Ich bin nur auf die Durchreise, meine Kapsel ist in den Hügel da hinten abgestürzt. Sag mal die Wahrheit sagen? Komm, wir bleiben mal. Your pod? What are you on about? You take a bruise to the cranium? Ain't safe out here. You'd best head into town. Avail yourself of Edgewater's high walls. And low, low prices. Wie war das noch? Wie war noch mal der Name? Ein Manu. Pleased to make your acquaintanceship. I'd shake your hand, but I've been hauling corpses. You don't want none of that on you. Name Silas. Junior in humor for the town of Edgewater. Mhm. We're all part of the Spacer's Choice family. Ah, okay, im Bestatter. Hey, I earned that fancy title. Started off a lowly junior gravesite builder, then junior interment engineer. Oh, and I was a junior burial assistant for a time. Für ein Junior irgendwas siehst du aber ziemlich alt aus. Eigentlich wollte ich noch was. The rate I've been working, I'm bound to earn a promotion.
Must be about 50, 60 burials away from Associate in Humor. Mit wem kann ich über einen Energieregulator sprechen? Definitely not the Junior in Humor, that's for sure. If you've got business inquiries, you should stop by Reed Thompson's office. He's up in the tower above the cannery. Head into town, follow the road. Look, you obviously ain't a worker. What's your racket? You a smuggler? Freelancer? Edgewater is a company town, board owned and operated. That includes the cemetery. None of us own our grave sites, we rent them from the company. Renting means money. Money means paperwork. Paperwork means signatures. Some of our families become a mite delinquent in paying their dues, you see? Soll ich die Gebühren, die man dir schuldet, eintreiben? Ist kein Problem für mich. Du lässt die Leute für ihre eigenen Gräber zahlen? Wieso treibst du die Gebühren nicht selber ein? Quotas, mostly. Got a backlog of graves to fill. Bodies won't bury themselves, you know? Alles klar, ich muss dich noch etwas fragen. Na gut, ich treibe deine Gebühren für dich ein. Sein wir? Hier kommen gerade jeden, da ist nix und dann sollen wir direkt die Leute verprügeln oder was? Komm, aus Fuchs und Dullerei, mach mal. Four workers still haven't paid up. Phyllis, Conrad, Ludwig and Martin Abernathy. He's a special case. You may want to twist his arm a little. He just is. Look, I don't want to get into it. Just make sure he pays up. Okay. Conrad's got a barbershop in town. Phyllis works at the cannery most hours. Abernathy, I ain't seen him in a few days. His domicile is near the cannery. You'll find him in town. All except Ludwig, that is. He's over by the landing pad. Yeah? The colony ship? Are you talking about that old rumor? Some great big starship packed full of colonists what got lost in the Aether never to be found again? Ain't heard that one since I was but a stripling. Can't say it was terribly convincing far as rumors go. Is there a reason you asking? Ich verstehe einfach nicht, was heißt denn, dass sie uns einfach vergessen? Die Hobbe ist kein Gerücht, sie existiert. Ich habe den lebenden Beweis. Alright, easy now. No need to get your hackles up. Maybe you've been out in the sun too long. Na, eher in der Kabine. Get yourself some Zero-G Brew. It's a brew that's good for what ails you. Na komm, vertiefen wir jetzt nicht weiter. Ansonsten werden wir gleich ausfallend. Tag. Bald haben wir unser eigenes Raumschiff. Anführer der Siedlung. Pass auf, ich gehe mal hier rein. Wir können doch hier bestimmt, bevor wir jetzt die Hauptquest machen, machen wir erstmal ein paar Nebenquests. Klack, klack. Bei den ersten haben wir den Strick schon hier vorne, sehe ich gerade. Jetzt nämlich der Barbershop. Dach. Schmitz Meier. Please don't touch anything. Your hands are probably crawling with germs. Physical hygiene recapitulates moral hygiene. Cleanliness is next to lawfulness. Ganz ruhig, alles sauber, mein Freund. Alles gut. So everyone says. Until someone forgets to cough into their elbow, and then we're all dying of plague. I'm Conrad. You will report to me if your hair fails to meet Spacer's Choice aesthetic standards. You will also report to me in the event of your death, whereupon I will clean and prepare your remains for interment. Dafür sollst du vielleicht erstmal deine Schulden bezahlen, ansonsten hast du... Das heißt, hat mich geschickt, um deine Schulden einzutreiben. Momentan... Moment, du tust was. Mit meinen Überresten? Ich möchte ein Schiff. Ah, gravesite fees. Silas and I had talked about this at length. I thought I'd made it clear my pecuniary situation precludes the necessary restitutions.
Das heißt, du bist pleite. As broke as pie crust, friend. Bitless, indigent, destitute. I simply cannot afford it. I am a blemish on the prosperity of our fair settlement. When I expire, I expect Silas to toss my body into a ditch. Das ist nämlich mega Zeit zu zahlen. Moment, ein kleines Hüsterchen. Da bin ich wieder. So, ist mir egal. Der Begriff Wohlstand muss bei dir sehr weit gefasst sein. Was für ein Auftritt, Konrad. Du sollst Sportspieler werden. Lügt er uns. Wohlstand muss bei dir sehr weit gefasst sein. Edgewater is built on the discipline and sacrifice of its people. Say what you will about our town, but we all pull together. Tell Silas I can't afford to pay, and that I fully expect to have my medical rights revoked for this dereliction. With my apologies. Behandlungsrechte? Some time ago, I fell ill with the plague. By the grace of the law, and through my own hard work, I'd proven worthy of treatment. Frankly, I don't imagine I'll earn that right a second time. The barber work hasn't been profitable, you see. I've had to keep this old place running with my own savings. Einfach einen Schuldschein muss. Not a bad idea. But I'd need some kind of collateral. My pair of lucky clippers. No, that won't do. Your idea intrigues me, but I'm afraid I don't have anything to give Silas. I'm open to suggestions. Ich sage dir Bescheid, wenn mir etwas einfällt. Much obliged. Manch er könnte sich seine Gebühren nicht leisten, das ist so vielleicht seines Erzählen. Vielleicht gucken wir uns einfach mal in der Bude ein bisschen um. Vielleicht lügt er uns ja auch an. Rezeptionist hat sich erschossen. Klauen wir die, ne? Die Rüstung hätte ich schon gehen. What can I do for you? Eine Bescheid. Warum verwendest du nicht seine Zähne als... Achso, das stand bestimmt im Bericht jetzt, ne? Ah. Warte mal. Wir sind erschossen, das ist schlecht. Die Firma muss das so sehen, wie es ist. Zerstört von Aktivisten und... Sag mal so auf, damit ihr auch alle mitbekommt. Rezeptionist hat sich erschossen, das ist schlecht. Die Firma muss das so sehen, wie es ist. Zerstörung von Spacer Joyce Firmeneigentum. Eugen war ein Aktivposten und irgendwer muss seine Leichgebühren bezahlen. Das würde uns ruinieren. Also dachte ich, wir verkaufen seine Zähne. Eugen hat einen kompletten Satz Goldzähne, Familienerbstücke und so. Du kümmerst dich um seinen Leichnam, oder? Nimmst du dir etwas Zeit und holst sie da raus. Wir verhökern die Zähne still und heimlich, zahlen mit dem die Leichengebühr und niemand muss das erfahren. Was sagst du dazu? Schreibe nicht zurück, rede am besten gar nicht mit mir. Und gib mir einfach ein geheimes Zeichen, wenn du mich das nächste Mal siehst. Wackle mit den Augenbrauen. Jetzt wissen wir Bescheid. What can I do for you? You know about Eugene? How? Ich habe eine Nachricht entdeckt. Then, you know Phyllis suggested selling off Eugene's gold teeth. I didn't approve of the idea then, and I don't approve of it now. Eugene's golden teeth were a family heirloom, representing three generations of poor dental hygiene. He took them to his grave. That's unthinkable.
Eugene's body and all rare earth minerals contained therein are solely the property of Spacer's choice. Nope. I can't ask Silas to dig up a man's body and pry a few teeth loose from his jaw just to pay my bills. Can I? Doch. Ich kann wirklich köpfen. Ich bleib nichts anderes übrig. Ich würde es Ihnen vorschlagen. Yes, I suppose I must. Here you are. Gravesite papers affixed with my signature and an IOU. Guck mal, da haben wir da die ersten Schulden drin. Lief doch ganz gut. Ich muss mehr die Berichte lesen. Die Waffe nicht irgendwie wegstecken, sieht irgendwie so bedrohlich. Oh, hier ist Map. Scheiße, eine Karte. Yes, Mr. Thompson. I'm fine, Mr. Thompson. Never been healthier. Well, did Mr. Thompson send you? Well, you tell Mr. Thompson I'll be right at my post tomorrow, bright and early tomorrow, because I'm definitely not plagued. As spry as a spring chicken. That's old Abernathy. Mit der Ruhe, Mr. Thompson hat mich nicht geschickt. You some sort of wandering alienist? Walking into a man's own domicile, pestering him about his mental state? What? No. I mean, I might be. That depends on who's asking. Silas knows, doesn't he? That's why he sent you. That's why he wants me to pay up. He knows. Was soll's sein? I'm dying. I'm not long for this world. The date of my expiration is fast approaching. And soon I shall be ushered through the great cannery in the skies. It's plague. Has to be. Silas knows. He knows I got one foot in my grave and now he wants to charge me for the other one. Sorry to sound. You are? Oh, wow. First time anyone's ever told me that. Yeah, sure. I'll pay your fees. I don't want any trouble from Silas. Guck mal, siehst du, die Höflichkeit kommt auch weit. Freelancing for me, I could really use the help. Wie kann ich helfen? There's a cache of anthracillin tucked away in the old community center. Powerful stuff. Stronger than what we got, anyway. I need you to break in, nab that medicine and bring it back to me. Nicht so schnell. Ja, komm. You oblige me with your haste. I think I feel the plague spreading. Oh Lord, also müssen wir dich, also müssen wir die Aufgabe vorziehen. Gibt es etwas, was ich über diese Versammlung wissen sollte? Just keep your head down when you're in there. Marauders have taken over. Probably tracking mud all over the archives. Du gehst ein ziemlich großes Risiko ein, mir zu vertrauen. Das ist dir klar, oder? I know that. I got nobody else to turn to. Reed would have wrote me up. Constable would have locked me up and wrote me up. Could have gone to see the good vicar, but I never did find my courage. Ja, komm, wir machen das schon. Ruhig dich. So. Ich glaube, wir müssen die Aufgabe jetzt vorziehen. Ich habe hier nämlich verbockt, hier nämlich gelesen und das passt mir gar nicht. Bis ins Grab. Da machen wir nämlich die als erstes. You're making a mistake working for Abernathy. Was? Ist mit mir? Excuse me. I'm Esther Blaine, Spacer's Choice Actuary. I overheard your talk with Abernathy. I hope you're not thinking about getting him that medicine. Abernathy is a well-known hypochondriac. Anthracillin is wasted on him. You're better off selling it to me instead. Wofür brauchst du denn das? I probably shouldn't tell you. Don't want you implicated for what I'm trying to do. All right. Here's a summary. A lot of sick people in this town, and we don't have the medicine to treat them all. Can't reach out to corporate without crossing a river of red tape, so I'm reaching out to you. Something like that. Look, I'm not in the habit of law-breaking, but sometimes you've got to do the wrong thing for the right reasons.
That's all I can ask of you. Das sind so Situationen, die hasse ich schon, ne? Ich kann entweder ihn retten. Die Frage ist aber, ob sie uns nicht anlügt. Die Frage ist, ob er uns nicht anlügt. Gehen wir erstmal die Medizin besorgen und dann entscheiden wir uns, wem wir die geben. Ich bin ein bisschen zwiespalt, weil Problem ist, wenn ich... Obwohl, ich seine Kohle habe ich ja schon. Ja, das kann mir eigentlich egal sein. Ach, diese Ehrlichkeit bei solchen Spielen. Weil du entscheidest ja immer noch so, wie du es für richtig hältst. Klar, manche machen einen auf... Ihr wisst schon, aber... Ich würde gerne halt so spielen, weißt du, wie ich das dann halt für richtig finde. Obwohl ich nicht verstehe, warum ich ihnen nicht einfach eine Medizin geben kann und den Rest ihr. Versteht ihr, was ich meine? Ich meine, da wird ja wohl mehr als eine Ampulle oder so da sein. Oh. Gesellschaft. Eins, zwei. Bewaffnet. Überlegen. Warum ist noch ein? Shit. Das nicht mitbekommen? Was? Die hätten das locker mitkriegen sollen. Müssen. Bisschen unrealistisch, ne? Sobald du einen Knall hast, guckst du automatisch in die Richtung. Bitmodul, das ist wohl die Währung. Ach, noch mehr Lieder. Helm, noch mehr Kohle, Waffenteile, Munition, Milize. Was haben wir hier? Einbruch, Schlossknacken, Hacken und Mord werden allgemein als illegale Aktivitäten angesehen. Wenn du die resultierende Konsequenz vermeiden möchtest, solltest du währenddessen nicht gesehen werden. Hä, es wird dir aber nicht rot angezeigt, dass ich das stehle. Ich meine, das sind Plünderer, ich denke mal, die haben das schon gestohlen. Ah, da fehlen mir drei Drehtische. Ich finde ich noch irgendwie. Hä? Finde ich nicht. Es liegt auf unserem Weg, von daher.
schon gehört. Hat ja bestimmt jemand gehört. Ich wollte mich gerade heilen. Was passiert jetzt? Game over. Weiter. Ach, der hat zwischengespeichert. Gutes Kind. Oh. Lädt nach. Hat nie die Chance von uns genutzt. Und er hat nichts. Na super. Was mit dir? So, wir nutzen mal die Gelegenheit. Ups, falsche Taste. Gegenstandsreparatur. Ja, das haben wir jetzt festgestellt. Was haben wir denn hier? Wir haben nur Säbel bis jetzt gefunden. Was ist das denn hier? 44, das ist meiner besser. Ah, wir haben Rüstung gefunden, das ist gut. 4, 4, 5, technisch Tarnung. 9. Wir nehmen die 9er. Und da war das eine gute Maske bei. War das die hier, ne? So, den Rest könnten wir wieder zu Schrott hinzufügen. Zerlegen. Ich gucke mal, ob wir gleich so ein paar Sachen verkaufen können. Ich würde mich auch ein bisschen neugierig machen. Arzneimittel. Keiner bemerkt. Sehr gut. Ich will gleichzeitig hier umschauen. Problem ist, da habe ich alles entdeckt. Der kniet auch da. Vorbei. Stopp. Sturmgewehr. Packen wir direkt mal mit.
So, die Chance, uns dann noch eben kurz ein paar Sachen hier zu schnabulieren. Weiter geht's. Gesperrt. Komm, vielleicht klappt das. Nein, da brauchen wir dann mehr Dietrich. Ja, vielleicht können wir noch ein paar zusammen. Na Mist. Gehst du mal weg. Guten Tag. Du kommst bestimmt von oben. Nicht hacken. Was fehlt uns denn da? Was ist denn das? Liebe Kinder, so sehen Fische unter Wasser. Wenn Ozean und Flüsse das Herz in die Arme von Emerald Wall sind, dann ist Altoona unser höchstes Blut. Okay. Ah, das ist einer von diesen Das sind schon diese Gorillas, die wir gesehen haben. Troglos. Diese Darstellung bildet zwei mächtige Troglos ab und erfordert extensive Feldforschung. Wir bitten um einen Augenblick der Stille für die Forscher, die im Namen der Authentizität ihr Leben gab. Authentizität. Jetzt hab ich's. Oh, guck mal. Ein Möter. Halb Mensch, halb Köter. Möter. Meta Lupus Familiarus. Familiaris. Möter, ein beinahe wissenschaftlicher Begriff für mutierte Köter, gibt es im ganzen Emerald-Fall in zwei unterschiedlichen Varianten. Dämons domestiziert und wild. Wilde Möter jagen im Rudel. Domestizierte Möter können zwei loyale Begleiter sein. Aber der Möter als solcher ist noch immer ein wildes Tier und sollte stets mit Vorsicht behandelt werden. Ich muss sogar in den verschlossenen Raum, wenn ich Medizin habe. Damit ich meine Karte gefunden habe. Schon von der anderen Seite. Guck mal, da haben wir so ein Ding. Oh Gott. Ah, ich glaube, hier sind wir in einer verschlossenen Tür. Ja. Oh, können wir mal offen. Erste Hilfe, Zimmerschlüssel. Ach, guck mal. Da hätten wir nochmal so ein Schloss gehabt. Terminal benutzen. Nachrichten. Ich glaube, wenn ich jetzt noch anfange, die ganzen Terminals durchzulesen, dauert das unendlich. Ich meine, klar, es könnten wichtige Nachrichten dazwischen sein. Aber ich hoffe ja mal, dass wir die meisten Informationen durch die Personen bekommen oder beziehungsweise durch gewisse Notizen, wenn wir was suchen, durchsuchen wollen. Wir hacken das mal, gucken, was uns das einbringt. So, ich würde sagen, DW, das war's. Ein paar Sachen. Wir gucken nochmal oben, ne? Da waren wir schon. Was ist die Kiste? Terminal, ein paar Pillen. So. Oh, zu saugen. Munition ist immer gut. Oh, die geht schon wieder runter. Gut.
das war's für diese Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, zeigt es mir mit einem Daumen nach oben, lasst ein Abo da, schreibt mir in die Kommentare. Ansonsten, danke fürs Einschalten, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.